Ja, hi, willkommen, mein Name ist Dario LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge sind wir nach Pendrago gegangen. Ne, erst sind wir nach Logrin gegangen. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Diesen Abenteurer Onkel hier, welcher sich als Geschichtenerzähler herausstellt. Und dann sind wir nach Pendrago gegangen. Weil wir haben wieder eine ganze Menge Nebenquests und so zum Erledigen. Hier sind Morde passiert, wofür dieser eine Pater verantwortlich war. Ich habe kein Helion ist, dann haben wir einen Irrestein gefunden über einen General, der ein Kind hatte, was voll hässlich war. Und soweit die Zusammenfassung. Jetzt sind wir immer noch am Rumlaufen und es ist schon Tag, was? Was haben wir die ganze Nacht da drin gemacht? ならなかった。これが最もそらしいことです。どうしてあんなに心は歪んでしまったんだろう。あの男、夢の中で天族に導かれたと言っていた。それが原因かもしれないな。そんな形のないもの。絶対のない。幻覚。不思議ちゃんが何かしたのかもね。サイモンが何かしたんだとしても、 絶対に罪の意識だけはごまかせない。人殺しは罪。どんな理由つけても。その罪の意識を感じないで殺めていたあいつは怪物だったんだよ。弱えやつ、おっかねえやつ、強えやつ、いろんなのがいるってことだな。はい。そしてセルゲイさんのような方も。ああ、分かってる。ああ、オッケー。 Maven, okay. Jetzt haben wir ja mehr Sachen. Dort, wo ist der Westungsschluck genau? Wenn du darüber nachdenkst, sind ein Königreich muss seine Grenzen gegen Bedrohungen verteidigen. Ja, welchen Ort meint ihr denn? Nachfragen sollen. Wir haben noch den Schuldigen gefunden. Warte, ich hätte in die Kirche reingehen können, verdammt. Und so irgendwie mich porten können, egal. Gehen wir noch mal zum Ritterturm gucken, ob da was los ist. Sagitt. Okay, nicht. Dann zurück. Und dann würde ich sagen zur Westungsschlucht. Ne? Weil da gibt es Zeug zu erledigen. Der Typ, der einen Irrestein gesucht hat. Wie viele gibt es eigentlich von denen? Wie viele haben wir überhaupt? Glaube ich hier. Also es gibt Violett, Gelb, Grün, Rot, Rot, Grün, Gelb und Violett. Es gibt mindestens 4 von jeder Farbe, würde ich mal sagen. Bei Rot haben wir 4, Grün haben wir 4, Gelb haben wir 3 und Violett haben wir 2. Ja, vielleicht ein Gelb und 2 Violette noch. Violett. Keine blauen? Man hört hier nach den Elementen. Rot, Grün, Gelb und Violett. Ja, blau aber. Ja, jetzt sind die Augenfarben. Grün? Nee. Rot gibt's ja nicht. Und Gelb auch nicht. Ich glaube, er hat Gelb. Schade. Ich dachte, ich hätte was herausgefunden. Oh, hier ist was. Achso, Gebiet wechseln. Boah. Ja, piss ab. Der ist offen gebissen. Ernsthaft, wenn wir denen nicht begegnet, wären wir nie nach Pendrago gegangen. Dann hätten wir nie
Diesel verloren, ey. Jetzt schiebe ich den jetzt voll auf die Schulter, ja. So, Westdeutschland. Seit wann werden die ja da angezeigt auf der Karte? Also auf dem Teleportier-Dingen. So, Westungsschlucht. Natürlich ist hier kein Hinweis. Ach, da ist er ja. Nee, das ist der Händler. Und gerade wie gerufen, ich brauche ein paar Trinke des Lebens wahrscheinlich, ne? Nö, brauche ich gar nicht. Quarzpapier und so, Quarzstab haben wir, glaube ich, ne? Ja. Gott, also eine Truhe. Traumgut, sehr gut. Echt darüber? Nee, ne? Schade. Geht weg, ich habe keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Upsa. Bin ich aus Versehen gegengekommen. Da sind welche, aber da hat keiner einen Stern. Der meinen Namen trägt. Was zum? Ach so, ich dachte, da ist ein Pferd. Mann angegriffen und mein. Mich hat ganz plötzlich ein Mann angegriffen und mein Edelstein gegessen. Was? Okay, das macht ein bisschen mehr Sinn, ja. Wir haben Reisen angegriffen und ihren Schmuck gestohlen. Wir bringen sie zurück nach Pendragon und werden sie volle Wucht des Gesetzes spüren lassen. Ja, auf heftig zurückgeschlagen. Das ist ja nicht politische Gerechtigkeit. Ich stelle mir natürlich wieder bildlich vor. Was? Ich bin nirgendwo reingelaufen. Was zum. Muss man sich mal vorstellen. Nom, nom. So ein Typ und frisst einen so einen Stein auf, welcher irgendwie so groß ist, weiß ich nicht, wie ein Apfel oder so. Ups, da wollte ich gar nicht. War eigentlich den Charakter wechseln, aber vergessen, dass ich noch was drücken musste. Ja, ich will die ganze Zeit X gedrückt halten. Aber bringt's nicht. Bin ich gerade aus einem anderen Rollenspiel gewöhnt, was ich spiele auf Screen. So, du komm her. Okay. Ich glaube, er ging noch weiter. Verdammt. Zerwelt, nicht solche Gespräche. Irgendwann kommt hier wieder so ein Zombie, so ein Mimik-Zombie, ne? Nur mal da lang. Silberne Truhe. Kein Mimik-Zombie. Warum wünscht mir eigentlich? Der nimmt nur Zeit weg. Aber er gibt gut Erfahrung. Dann, das habe ich schon, ne? Jo. Muss mal irgendwann, wenn ich Snack-Zubereitung zur Ray fertig habe, Aktionspunkt-Suche machen. Dann laufe ich einfach so random durch die Gegend und dann finde ich ja ein paar Aktionspunkte, ne? Wird schon irgendwann alles nachgeholt. Ich beende das Projekt nicht, wenn ich noch nicht so gut wie alles erledigt habe. Kennt man ja, wenn man schon ein paar Tales of Let's Plays von mir gesehen hat. Ein neuer Teil wurde noch nicht angekündigt, ne? Obwohl doch, ich glaube schon. Aber nicht für PS4 oder so, sondern für Handy, glaube ich.
iPhone oder Tablet oder was weiß ich, ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe selber ein Handy, aber benutzt das kaum. Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Ganz ehrlich. Oh, du siehst wichtig aus. Aber ich weiß nicht, ob mein Snack noch aktiv ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Hi, na? Goblin-König oder was? Jetzt kann ich dich natürlich nicht angreifen, weil... Feuer, Wasser... Ich glaube aber nicht, dass das Viech ist dabei erledigen müssen, missionsmäßig, oder? Du hast noch eine Mystikart. Ah, sehr gut. Genau das wollte ich. Die Mystikart bringt gar nichts, ey. Vollkommene Verschwendung. So, setzt du deine Dingens ein am besten, deine Mystikart, das wäre gut. Oh, geil. Er hat nicht viel abgezogen. So, setz deine Mystikart ein. Brauchst auch 4, ne? Ich drück nicht automatisch, weil dann... Er hat sowas von meinen Dings aktivieren, meinen super Angriff hier. Oh nein. Boah, ich weiß nicht, wie man Arzt abbricht mit was für ein Dinger. Aber die schaffen wir schon, ne? Da hat gar nichts abgezogen, was zum Teufel? Ich dachte, er ist kein Ziel wechseln. Sehr gut. Das war relativ einfach. Oh, okay, geil. Der lag da, oder was? Tut mir leid. Hab ich nicht auf Anhieb gesehen. So. Nom. Grüner Irisstein. Okay, jetzt gibt es anscheinend 5. Der verzweifelte General versucht immer wieder, sich umzubringen. Aber er kann es nicht. Er kann nicht sterben. Dann ist doch bis zu einem gewissen Grad irgendwie gut. Ja, Giftfeuer, erhängen. Irgendwo runterfallen. Okay, jetzt haben wir schon 5 von grün, ne? Ja. Okay, ja, dann gibt es mindestens 5 von jeder Farbe schon mal. So, wir hätten jetzt bald. Wir sind in der Nähe des Tigels, oder? Jetzt wüsste, wo er war. Da oben, ne? Ich glaube schon richtig. Da müssen wir, glaube ich, mit Edna machen. Edna stelle ich mir jetzt nicht so wahnsinnig schwierig vor wie mit Leila oder mit Cleo. Also versuchen wir mal. So, du hast eine relativ hohe Verteidigung und Magieverteidigung. Also ja, versuchen wir mal. Wird schon funktionieren, ne? Oder?
Wir haben ja mit Edna noch nicht gemacht, ne? Gut, jetzt ja noch gute Heilzauber. Heilarzt, meine ich. Noch mehr. So anfällig gegen, ja. Oh ja. Welche Level sind die? 40, was? Zum Glück bekommt sie relativ wenig Schaden. Ach, aber ja. Oh, sehr gut. Wurf. Tschüss. Ich merke jetzt, wie emotionslos sie alles hat. Oh. So, ihr dürft ja nicht so stark sein. So, du, hör auf mit deinem Feuerangriff. An. So. Warte. Boah. Warte. Okay, weiß nicht. Also nicht abbrechen. Oh, ihr sagt ja nicht da, ey. Steak. Na, lass mich jetzt. Oh ja. Doof. Puff, puff, puff. 46. Oh ja. So. Zieht gar nichts ab, ey. Komm mal her. Ist die Art jetzt nicht schlecht? Triff. Ich kann schon wieder nicht. Boah, ich hasse das, ne? Wenn ich so Bewegungseinschränkungen bekomme. Aber ja, wäre aber nicht so schwer, hab ich das Gefühl. Was, wo kommst du denn her? Verstehe ich nicht, wenn ich die Gegner angreife, während die Magie einsetzen, dann kann ich nicht aufhalten. Aber wenn ich irgendwie versuche, Magie einzusetzen, dann werde ich von allen abgebrochen. Alter! Was zum Teufel ist das? Lass mich. Boah, ich krieg die Krise. Echt. Komm her. So, greif mich an. Ey, sonst haust du aber immer ab. Ja, wollte schon sagen. Was bist du? Duff. Was zum? Warum kriegst du denn gar keinen Schaden durch? Ich treffe den gar nicht, der ist zu klein. Ich möchte nicht aus Versehen meine Mistgard einsetzen. Oh ja. Und du willst zaubern da hinten, ich sehe es. Au, Hilfe.
Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich will meine Dings einsetzen. Ich verstehe nicht, warum das manchmal nicht funktioniert. Alter! Ich vergiftet? Die werden alles so emotionslos sagt. Ich früher nie gemerkt. Okay, wenn ich in der Gruppe kämpfe, tun ja alle durcheinander reden. Danke, oh mein Gott. Doch die ganze Zeit R2 und nichts passiert. Natürlich bist du nicht anfällig gegen Erde. Verpiss dich. Watson. Okay, ich glaube, von dir möchte ich mich fernhalten. Boah, du sagst. Okay, der da hinten, der haut zum Glück laut ab. Also haut nicht ab, aber ich hau vor dem ab. Da habe ich wahrscheinlich mit einem Schlag weg oder so, ne? Oh, ich komme bei dem nicht zum Zaubern. Schaffen wir aber. Das ist außer Frage. Sehr gut. Den Typen tue ich nur mit Magie erledigen, den großen. Weil der ist langsam, wie blöd. Ja, nicht gut. Und danach ist noch der von Zabit übrig, ne? Den konnten wir ja vorher nicht machen, als wir nur Diesel hatten. Den nehme ich mal an, der ist für Zabit. Das ist ein nerviger Kampf hier. Oh, endlich. Ja, du bist einfach. Das sag ich jetzt schon. Oh ja. Verstehe ich, werfen zu mit denen. Gegen physische Angriff ist er voll immun. Also ja dann auch. Das sagt mir doch mal einer. Und tschüss. Hallo, ich setze Zauber ein. Kann ruhig aktiviert werden. Irgendwie werden nicht aktiviert. Ich
Alter, zieht halt nichts ab, ey. Ja, einfach nichts abzieht, ne? Der habe ich noch kein einziges Mal getroffen, kann das sein? Ja, das war nicht so schwer. Ich mir gedacht habe, nur die Gegner waren nervig. So. Hat sie jetzt gesagt, macht euch weiter Sorgen? Oder macht euch nicht weiter Sorgen? Weiß ich nicht. Ja, Verteidigung über, ne? Ja, fehlt nur noch der mit Savet. Aber da wir jetzt ja gerade erst da hingehen können, diesem Gebiet, nehme ich mal an, das ist noch ein bisschen früh. Richwackwald ist nicht gerade ein sicherer Ort. Es gehen vier Leute hinein, als sie wieder rauskommen. Okay, das ist schon mal ein Zeichen. Zafgottmoor. Verlassenes Horsa. Ist gar nicht, was ist alles hier? Da ist schon mal die Trisoldehöhle. So, da unten ist auch noch was. Kann ich da rein jetzt? Ja, dürfen wir keine Hobbys haben, mal ehrlich. Wir dürfen echt keine Hobbys haben, ohne dauernd drauf rumgehackt wird. Aber dann würde ich sagen, ich bin den Part aber hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria, wo wir wahrscheinlich diesen Archäologen finden. Hoffentlich. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.